Hallo Lieben, herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute Märchen schreibt die Zeit aus dem Film Die Schöne und das Biest. Schauen wir uns die Akkorde an, die wir für dieses Lied brauchen. Und die sind natürlich gleich, egal ob ihr die deutsche oder die englische Version hinterher singt. Wir legen los, wir brauchen einen D-Akkord. Hierfür sollen wir die Saiten 2, 3 und 4 im zweiten Bund der Ukulele spielen. Weiter geht's mit einem A. Für das A legen wir den Mittelfinger in den zweiten Bund der Ukulele oben auf die vierte Saite. Und der Zeigefinger kommt dazu in den ersten Bund der Ukulele auf die dritte Saite. Dann brauchen wir noch ein G. Für das G legen wir Zeige und Mittelfinger in den zweiten Bund der Ukulele. Der Zeigefinger liegt auf der dritten Saite, der Mittelfinger liegt unten auf der ersten Saite. Der Ringfinger kommt jetzt dazu in den dritten Bund der Ukulele auf die zweite Saite. Jetzt brauchen wir noch ein Fis Moll und das geht von hier aus eigentlich ganz gut. Wir müssen im Prinzip nur alle Finger hochrücken und den Mittelfinger einmal überspringen lassen. Hier ist das Fis-Moll. Der Zeigefinger liegt im ersten Bund auf der dritten Saite. Mittel- und Ringfinger liegen im zweiten Bund der Ukulele. Der Mittelfinger liegt oben auf der vierten Saite und der Ringfinger liegt auf der zweiten Saite. Noch einmal der Hinweis, wenn ihr vom G kommt, nur einmal hochschieben, den Mittelfinger rausholen und oben auf die vierte Saite legen. Dann seid ihr da. Dann brauchen wir noch das B-Moll. Das wird euch vielleicht nicht so gefallen, weil wir das mit einem Barré spielen. Barré heißt, dass wir immer zwei oder noch mehr Saiten der Ukulele gleichzeitig spielen mit einem Finger. In diesem Falle nehmen wir den Zeigefinger in den zweiten Mund der Ukulele, drücken alle vier Saiten feste nach unten und zwar so feste, dass sie alle noch klingen. Da darf nichts stumpf klingen, dann müsst ihr nachjustieren. Also, das einmal. Jetzt müssen wir zusätzlich noch den Ringfinger in den vierten Mund der Ukulele oben auf die vierte Saite legen. Dann haben wir ein B-Moll. Wenn wir jetzt nur das Barré im zweiten Bund spielen und den Ringfinger weglassen, dann haben wir ein B-Moll 7 und das brauchen wir ebenfalls. Damit haben wir alle Akkorde, die wir brauchen. Schauen wir uns die Akkordreihenfolge einmal an. Wir haben eine Strophe 1, wir haben eine Strophe 2, die tatsächlich anders ist und wir haben unseren Refrain. Starten wir mit der Strophe 1. Es geht los mit einem Takt D, das sind für uns vier Abschläge. Zum G, wieder zum D und zum A. Weiter mit einem Takt D. Jetzt zum Fis-Moll, das ist hier oben das kleine Dreieck. Zum G und zum A. Das ist die Akkordreihenfolge der ersten Strophe und gleichzeitig auch der dritten Strophe. Kommen wir zur Akkordreihenfolge der zweiten und vierten Strophe. Die sind nämlich ein bisschen anders. Wir haben einen Takt D zu einem Takt G. Ein Takt D. Jetzt Achtung, ein halber Takt A, zwei Abschläge nur. Ein halber Takt D. Ein ganzer Takt B-Moll, das ist euer Barré. Einen halben Takt, also nur zwei Abschläge G. Zwei Abschläge A. Und zu guter Letzt zwei ganze Takte D. Eins.
und 2. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Refrain und die Akkordreihenfolge. Schauen wir uns einmal an. Wir legen los mit einem Takt Fis-Moll. 4 Abschläge. Wechseln zum G. Wieder zum Fis-Moll. Denkt an den Trick mit dem Übersetzen des Mittelfingers. Wieder zum G. Jetzt das B-Moll 7, das ist das Barré. Zu einem Takt G. Zu 2 Takten A. Kommen wir zum Schlagmuster. Ihr könnt das Lied natürlich mit normalen Abschlägen spielen. Ihr könntet aber auch tief, tief, hoch, tief, tief, hoch nehmen. Dann habt ihr ein bisschen mehr Musik dabei. Ich werde mein Lieblingsschlagmuster nehmen mit tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Wobei ich natürlich aufpassen muss. Es gibt ja mehrere Stellen, an denen wir einen Akkord nur über einen halben Takt spielen. Und da werde ich dann auf einfache Abschläge umspringen. Hätten wir zum Beispiel in der Strophe 2 tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, 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 hoch, hoch, tief, hoch, tief, 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 hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Da muss ich also dann so ein bisschen tricksen. Schauen wir uns das Play-Along an mit unserer Akkordreihenfolge, dem Text und allem, was dazugehört. Kleiner Hinweis noch für die, die das Lied nicht mit Schlagmuster spielen möchten. Für euch hätte ich auch eine kurze, knappe Zupfversion. Und zwar ganz, ganz einfach. Ihr nehmt die Akkorde, die wir gerade besprochen haben. Nehmt Zeige- und Mittelfinger auf die Seiten 1 und 2 der Ukulele, den Daumen auf die Seite 3. Und was ihr jetzt macht, ist, ihr zupft immer gleichzeitig die Seiten 1 und 2. Und einmal die Seite 3 mit dem Daumen. Ihr hättet dann mit den Akkorden 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Also. Märchen schreibt die Zeit immer wieder wahr. Lieben kaum gekannt, dann doch zugewandt, unerwartet klar. Schöne und das Biest. Märchen
ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Lied, egal ob in der Zupfversion oder mit der Schlagmuster-Version. Ich habe wie immer noch rechts und links ein anderes Video für euch und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, tschüss.